schneller von A nach B. Und der Straßenbaum findet diesen Plan okay. Man wird alle Bäume fällen. Wir müssen uns dagegen stellen. Der Plan ist alles klar zu machen. Die Tiere haben nicht zu lachen. Wenn man den Tieren ihren Lebensraum klaut und die Bäume abholzt und die Straßenbahn, na, dann werden sie schnell. Und die Frage ist, wer das eigentlich will, wenn wir wollen. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Weihnachtskonzert hier aus dem Landesbüro in Bad Nauheim. Wir freuen uns, dass viele von euch zuschauen zu Hause. Das Konzert ist vor allem für euch Meutlinge heute, weil ja im letzten Jahr irgendwie viele Sachen ausgefallen sind, nicht stattgefunden haben. Und wir denken natürlich trotzdem an euch und deswegen ist dieses kleine Konzert heute für euch, aber natürlich auch für die Eltern und Geschwister und Freundinnen und Freunde, die heute auch zuhören. Wer wir sind ein Teil von der Pfadfinderband Little Pink. Das Lied, was wir gerade gespielt haben, Tiere im Wald, das ist auch auf unserer letzten Platte drauf gewesen, könnt ihr auch auf Spotify hören. Wir haben hier aber den Kilian an der Gitarre und den Jakob am Klavier. Hallo. Ich bin die Melli und ja, wir haben heute noch einen Gast dabei und zwar den Dominik, darüber freuen wir uns sehr. Und der wird euch jetzt durch ein Programm von ihm selbst führen und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir sehen euch später wieder. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung an den Verband christlicher PfadfinderInnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe ein paar Lieder mitgebracht für euch, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, aber jetzt kennenlernen könnt. Und als ich mir überlegt habe, was spiele ich denn für Pfadfinderinnen und Pfadfinder, habe ich mich daran erinnert, wie das war, als ich ein Kind war und auch gern bei den Pfadfindern sein wollte. Das hat leider nicht geklappt, weil es bei mir keinen Stamm in der Nähe gab. Aber ich war trotzdem viel auch draußen unterwegs. Und das Lied, was ich euch als erstes spielen möchte, hat damit zu tun. Vielleicht habt ihr schon so ähnliche Erlebnisse gehabt. Es heißt Im Sommer vor einigen Jahren. Im Sommer vor einigen Jahren sind wir jeden Morgen im Wald verschwunden, denn dort, wo die Buchsfelsen waren, konnten wir uns verwandeln für endlose Stunden in Trolle und Echsen, in mächtige Hexen und Feen. Wir bauten Paläste aus Steinen, da waren wir für keinen zu sehen. Am Mittag fiel's schwer, haben wir uns getraut, nachts im Wald zu schlafen, obwohl wir fast gar nichts mehr sahen.
auf dem Weg zu der Lichtung, auf der wir uns trafen. In eigenen Hütten versteckt waren die mitten im Grün. Auf weichen Blättern und Ästen mit Wolldeckenresten versehen, sahen wir den Mond am Himmel stehen. Sahen wir den Mond am Himmel stehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Eine weitere Sache, an die ich denken musste, als ich über Pfadfinder und Pfadfinderinnen nachgedacht habe, war dieses schöne Motto, jeden Tag eine gute Tat. Und über gute Taten geht es in dem nächsten Lied. Es heißt Ding Dong und es gibt ein Problem, das es zu lösen gilt. Aaron klingelt bei Olga, könntest du mir bitte deinen Fußball leihen? Olga möchte gern helfen, doch ihr Ball ist ziemlich platt, da müsste Luft hinein. Olga klingelt bei Freddy, könntest du mir bitte deine Ballpumpe leihen? Freddy möchte gern helfen, doch die Pumpe liegt im Nachbardorf beim Pfadfinderverein. Freddy klingelt bei Tarek, könntest du mir bitte kurz dein Fahrrad leihen? Tarek möchte gern helfen, doch sein Lenker ist verbogen, wie kann das denn jetzt sein? Tarek klingelt bei Kati, könntest du mir bitte kurz dein Werkzeug leihen? Kati möchte gern helfen, doch ihr Schlüssel ist weg, sie kommt nicht in den Keller rein. Bei Oma, könntest du mir bitte kurz dein Brecheisen leihen? Oma möchte gern helfen, doch ihr Eisen liegt ganz oben und sie ist zu klein. Oma klingelt bei Junis, könntest du mir bitte deine Ballpumpe, deine Leiter leihen? Junis möchte gern helfen, doch die Leiter ist schwer, zum Tragen brauchen sie drei. Junis klingelt bei Aaron, springst du bitte kurz mal beim Leitertragen ein? Aaron schüttelt den Kopf, ich warte gerade auf einen Fußball, also leider nein. Ja, Pech gehabt, Aaron, aber ja, alle haben sich redlich bemüht und es wurden viele gute Taten vollbracht, würde ich sagen. Ja, jetzt habt ihr schon ein bisschen was über mich erfahren. Ich bin gerne draußen, also nicht nur als Kind war ich gerne draußen, sondern auch jetzt bin ich noch gerne draußen. Fußball habe ich auch immer gerne gespielt und ein weiteres Hobby, was ich früher als Kind hatte und auch jetzt noch habe, ist auf Flohmärkte gehen. Und da war es ganz klar, dass ich mir auch ein Lied ausdenke, was zum Thema Flohmarkt passt. Und so heißt das Lied auch, Flohmarkt. Ein Fahrrad ohne Reifen, vier Stühle, ein Regal, ein Schlafanzug mit Streifen, Verpackungsmaterial, viele bunte Tassen, ein Kabeltelefon, Spiele und Spachtelmasse, Adventskalender.
Adventsdekoration. All das lag in Mellas Teller, der Berg aus Kram wuchs schnell und schneller, sie wusste auf alle Fälle nicht, was wo lag. Zu viel hat sich angesammelt und bevor's bei ihr vergammelt, macht sie heute Flohmarkt. Leute, kommt und schaut, was euch gefällt, sie verkauft es euch für wenig Geld. Bis heute Abend will sie alles los sein, besonders dieses Flummis und Spielfiguren, ein roter Skateboardhelm, auch gut zum Fahrradfahren, Gummis für Frisuren, ein doofer Kinderfilm, schaut euch den bloß nicht an, Bärchen an Schlüsselketten, drei Haken für die Tür, verziert mit rosa Pferden, Märchen, Hörspielkassetten, ein altes Kuscheltier muss mal gewaschen werden. All das lag in Timmys Zimmer, die Unordnung wurde immer schlimmer, er hatte keinen Schimmer mehr, was wo lag. Zu viel hat sich angesammelt und bevor's bei ihm vergammelt, macht er heute Flohmarkt. Leute, kommt und schaut, was euch gefällt, er verkauft es euch für wenig Geld. Bis heute Abend will er alles los sein, besonders diese Dose Schleim. Zwerge und ein Plüschbär, ein Morgenrock aus Vlies, bergeweise Bücher, ein Porzellanservice, Reiben und Henkelgläser, ein Blatt für Doppelkopf, ob das wohl jemand nimmt, Scheiben und Winkelfräser, ein Riesen, ein Kochtopf, der Winter kommt bestimmt. All das lag in Omas Haus, es sah dort echt chaotisch aus, sie bekam partout nicht raus, was wo lag. Zu viel hat sich angesammelt und bevor's bei ihr vergammelt, macht sie heute Flohmarkt. Leute, kommt und schaut, was euch gefällt, sie verkauft es euch für wenig Geld. Bis heute Abend will sie alles los sein, besonders diesen Klostein. Leute, kommt und schaut, was euch gefällt, sie verkauft es euch für wenig Geld. Bis heute Abend will sie alles los sein, besonders diesen großen, das verkauft sie euch lieber doch nicht. Tja, man weiß es nicht. Was verkauft wurde ganz am Anfang, war ja das Fahrrad ohne Reifen. Und auch in dem Song davor, in Ding Dong, kam ja auch ein Fahrrad vor. Und so könnt ihr euch schon denken, was ein weiteres Hobby von mir war und ist, nämlich Fahrradfahren. Und auf dem Fahrrad ist mir das folgende Lied eingefallen. Und ja, ihr werdet schon hören, wie es heißt. Das wird dann nämlich ziemlich oft wiederholt. Viel Spaß mit dem folgenden Song. Schön war's bei euch, doch nun will ich nach Haus und so schwinge ich mich auf den Sattel. Ich fahr durch die Gassen zum Städtchen hinaus, da geht mir die Puste aus. Ich hab keine Lust mehr zu treten, es wird langsam dunkel und kühl. Oh je, ich werd mich verspäten. Da regt sich ein Sehnsuchtsgefühl.
Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, wären weiteste Wege ein Kinderspiel. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann fühlte ich mich frei und käm schneller ans Ziel. Nach einer Pause fühl ich mich gestärkt, trete schwungvoller in die Pedale. Doch dauert's nicht lang, bis ich sorgenvoll merk, da vorn erhebt sich ein Berg. Wo kommt denn der auf einmal her? Auf der Hinfahrt ging's doch nur hinab. Der Weg ist echt steil und mein Rucksack so schwer. Ich keuche und ächze schlapp. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann wär selbst der höchste Berg kein Problem. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann schwebte ich himmelwärts schnell und bequem. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann weiteste Wege ein Kinderspiel. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann fühlte ich mich frei und käm schneller ans Ziel. Endlich hab ich mich den Berg hoch bewegt, nun sind's nur noch wenige Meter. Doch kurz vor dem Ziel hätt's mich beinahe zerlegt, ein Baumstamm liegt im Weg. Ich will keinen Sprung drüber wagen und komme auch nicht dran vorbei. So muss ich mein Fahrrad wohl tragen und seufze ganz leise dabei. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, ging mich selbst die höchste Barriere nichts an. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann glitt ich hinüber und stieß nicht mal dran. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann wär auch der höchste Berg kein Problem. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann schwebte ich himmelwärts schnell und bequem. Ach, hätte er doch nur ein fliegendes Fahrrad, wären weiteste Wege ein Kinderspiel. Ach, hätte ich doch nur ein fliegendes Fahrrad, dann fühlte ich mich frei und käm schneller ans Ziel. Doch Schluss damit, war's auch ne mühsame Fahrt, hab ich mir immerhin das Zu-Fuß-Gehen erspart. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, macht ihr Fahrradtouren bei den Pfadfindern? Okay, ja, dann, weil wenn es das nächste Mal bergauf geht, habt ihr jetzt einen Song, den ihr dazu singen könnt, wenn es euch nervt. Ja, dann möchte ich mich verabschieden mit einem Song, der davon handelt, was passiert, wenn man gerade keine Lust hat auf Fahrradfahren oder Fußball spielen oder auch im Wald rumspielen und toben. Kennt ihr sicherlich alle, erst recht nach den letzten Monaten, das schreckliche Gefühl, das auch Langeweile genannt wird. Die gute Nachricht ist, ab jetzt könnt ihr immer ein Lied singen, wenn euch langweilig ist. Ja, als kleiner Trost. Ich habe sie gerade, glaube ich, auch gedreht. Ja. Gut, also viel Spaß mit dem letzten Song von mir, bevor es dann gleich weitergeht mit Little Pink. Langweilig. Ich hab heute einen freien Tag.
doch kann ihn nicht genießen, denn all das, was ich sonst so mag, find ich heute zum Verdrießen. Stundenlang frag ich mich schon, was mache ich jetzt bloß, und komme echt auf nix. Selbst die besten Einfälle erscheinen mir sinnlos, es ist verflixt. Mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen kann. Mir ist langweilig, heute fang ich echt nix mit mir an. Ich schlurfe nur im Raum umher und langweile mich wirklich sehr. Das Leben ist heute schwer, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Mir ist langweilig, heute fang ich echt nix. Werden schwer. Wann ist der Tag zu Ende? Bitte sehr. Draußen ist es kalt und fahl, der Himmel voller Regen. Doch letztlich ist das auch egal. Ich will mich eh nicht bewegen. Die Uhr da an der Wand scheint heute rückwärts zu gehen. Ich schaue trüb hinaus. Irgendwer auf dieser Erde verstehen. Ich raste aus, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Mir ist langweilig, heute fang ich echt nichts mit mir an. Ich schlurfe nur im Raum umher und langweile mich immer mehr. Das Leben ist heute schwer, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Mitmachen und ganz laut Ja brüllen. Ihr werdet schon merken, wann. Hab ich schon mein Lieblingslied gegurgelt? Ja. Hab ich schon die Küche aufgeräumt? Ja. Hab ich schon ein Specksteinherz geschmürgelt? Ja. Hab ich schon von Weltfrieden geträumt? Ja. Hab ich schon im Zauberbuch gelesen? Ja. Hab ich meine Steinsammlung sortiert? Ja. Bin ich heute schon auf dem Klo gewesen? Ja. Warum bin ich denn dann so deprimiert? Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann, mir ist langweilig. Heute fang ich echt nix mit mir an. Ich schlurfe nur im Raum umher. Verzeihung, dass ich mich beschwer. Ich brauch noch einen Vorschlag, bitte sehr. Und jetzt das gleiche Spielchen, aber mit Nein. Möchte ich mein Spiegelbild betrachten? Nein. Will ich alte Beatles-Platten hören? Nein. Ich könnte auch auf meinen Atem achten? Nein. Will ich Äpfel essen oder Möhren? Nein. Mag ich einen Tango einstudieren? Nein. Will ich Fußball spielen oder Schach? Nein. Ich könnte auch Jonglieren probieren? Nein. Warum bin ich dann überhaupt noch wach? Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Mir ist langweilig. Heute fang ich echt nichts mit mir an. Ich schlurfe nur im Raum umher und sorge echt für mieses Flair. Oh Mist, jetzt geht auch noch mein Akku leer. Ja! Vielen Dank. Stimmt. Ich kann auch tatsächlich sagen, in einer früheren Version des Liedes war auch die Rede von, hast du schon ein Comicheft gelesen? Das wurde dann zum Zauberbuch, aber insofern, ja. Gute Frage, habt ihr schon ein Comicheft gelesen heute? Ja. Ich habe heute noch keins gelesen, aber wir lesen jetzt gleich eins, ne? Dominik! Wahnsinn! Woher kannst du das nur alles? Ja, während die Melli sich hier ranschleicht, ist die Melli übrigens, du hast dich selber schon vorgestellt. Ja, ich habe meinen Namen und gesagt. Und hier ist der Frederik, nee, der heißt jetzt Kilian. Kilian, Kilian, was hast du heute für ein T-Shirt an eigentlich? Dies hier. Ah, wow. Das war eigentlich das letzte Tier, genau, fürs letzte Lied, das wir gesungen haben, Tier im Wald, genau richtig. Genau. Als nächstes spielen wir Dinge, die ich gerne mag. Das war unser Weihnachtslied letztes Jahr und wir können euch schon versprechen, dieser Pink macht wieder ein Weihnachtslied.
Und es gibt so viele Weihnachtslieder dieses Jahr vom VCP. Alle Stämme haben bei einer Aktion mitgemacht, viele Stämme. Bei Jingle Bells werdet ihr bald sehen. Aber jetzt geht's los mit My Favorite Things oder Dinge, die ich gerne mag. Sachen, die ich gerne mag. Täglich was Schönes im Adventskalender. Bulli mit Rentier, ein 15 Ender. Plätzchen mit Zimt und mit Schokobelag. Das sind so Sachen, die ich gerne mag. Rudolf und Santa und logisch Last Christmas. Jetzt sind wir mit Stimmung. Jetzt haben wir viele Sachen gehört, die wir gerne mögen. Vielleicht war auch was dabei, was ihr gerne mögt. Und das nächste Lied, was wir singen, das kennt ihr bestimmt von dem einen oder anderen Singeabend. Und zwar ist es Der kleine Troll. Und was es mit dem kleinen Troll so auf sich hat, das hört ihr jetzt zu Blieb. Steigt so ein kleiner Troll von den Fjell, nähert sich leis. Hat in der Hand Hexenkraut, was niemand weiß. Sitzt du am Feuer und die Lieder sind verweht, dann bleib ganz stumm.
und Kerze und Duft und Wahlweihnacht. Sehr schön. Ja. Freust du dich auf Weihnachten? Ich freue mich sehr auf Weihnachten, wie jedes Jahr. Ja. Wie ist es bei euch? Ja, ich freue mich auch. Kerzenduft, kleiner Troll. Wir haben jetzt noch eine Zugabe, um die uns niemand gebeten hat, aber wir haben einfach Lust drauf, weil wir ausgewachsene Beatles-Fans sind und wir wissen, dass Kinder eigentlich. Da ruft doch jemand. Da ruft jemand. Dass Kinder auch sehr empfänglich sind für Lennon McCartney. Und das ist ein Lied, es ist kein wirkliches Weihnachtslied, aber irgendwie hat es auch eine gute Message. Nämlich Mother Mary kommt ja auch. Mother Mary kommt ja auch. Ja, und Times of Trouble kennen wir irgendwie auch zur genau. Zeit. Ja. Viel Spaß! Oh, herrlich. Seid ihr soweit? Yes. So. Comiclesen ist auch gut gegen Langeweile und wir haben euch jetzt eine Geschichte mitgebracht. Eigentlich haben die der Dominik, der die Geschichte auch übersetzt hat aus dem Englischen, und ich mitgebracht. Und unsere beiden Zuckerhasen hier, die kennen den Comic nicht, haben noch nie gelesen und werden aber gleich mal die Hauptrolle lesen. Also es ist wirklich live und improvisiert und wir wünschen euch viel Spaß mit einer sehr ungeheuren Geschichte von Thor Freeman. Die seht ihr hier, das ist die Zeichnerin. Die hat den Comicband Willkommen in Otley gemacht. Übersetzt hat der Dominik und alles andere seht ihr. Und jetzt geht's los. Das Ungeheuer von Lake Otley. Guten Morgen, Madam. Wir suchen Jared Thisby. Jared, die Polizei ist da. Mr. Thisby, wir haben telefoniert. Ich bin Chief Jesse. Das ist Sergeant Sid. Angenehm. Das sind Larry und Letty, Kumpels aus dem Fischbiss.
Moin. Moin! Also, Mr. Thisby, Sie berichten, Ihr Boot sei angegriffen worden. Jawohl, Fertschen. Und wir wissen auch, wer es war. Wer? Was wissen Sie über Lake Audley, Officers? Nicht viel. Er ist groß und tief. Oh ja, er ist tief. Und er ist alt. Von See bietet eine Menge gute Verstecke für Kreaturen aller Art. Schon mal vom Ungeheuer von Lake Audley gehört? Naja, sagen Sie mal, nein, des Dialogs halber. Bitte erzählen Sie davon. Ah, es gibt Bestes. Wir singen unsere Seeballade. Ich greife zur Fiedel. Nun lasst uns erklingen vor ihm und uns singen die Weise vom Seeungeheuer. Es ist grün und kräftig, Schuppen gar hässlich und Augen die Feuer geblutzen. Dann meilen weit zitternde Knie erzittern, hat Krallen, die jedem Netz trotzen. Und solltest du's wagen, nach Fischen zu jagen, voll Hoffnung, es könnte was beißen. O Seemann, gib Acht, dass es nicht erwacht, um dich über Bord zu schmeißen. Strophen später. Das ist mein Boot, von dem das Ungeheuer abgebissen hat. Eine beachtliche Kauleiste. Und Sie beteuern, den Schurken gesehen zu haben? Der Petrus, ja! Es begab sich so. Gestern Morgen legte ich sehr früh ab. Mit jedem Ruderschlag wurde es nebliger. Ich warf die Angel aus. Ein schön weiter Wurf. Dann setzte ich mich und wartete. Welche Angel war im Einsatz, Jared? Mein 5K600. Wow! Ich bevorzuge die alte 530. Entschuldigung. Also ich war... ich saß da und wartete eine Stunde lang, bis überhaupt nichts. Der Nebel umwaberte mich. Wurde immer dichter und denker. Ich bin wohl kurz eingenickt. Plötzlich wurde mir die Angel mit einem Ruck beinahe aus den Händen gerissen. Ich war hellwach. Das muss ja ein Riesending sein. Und dann tauchte es im Nebel auf. Am Ende meiner Leine schreckte gelbe Augen, grellgrüne Schuppen und ein Mund voller Zähne. Alles gut, Sherrod, es reicht. Ganz ruhig. Aber Mr. Thisby, er steht wohl unter Schock. Aber jetzt sind wir ja am Fall dran. Wobei es unsere erste Seeungeheuerverhaftung ist, lesen wir ihm seine Rechte vor, bevor wir es abführen? Gute Frage. Aber lassen Sie uns den Karpfen nicht von hinten aufzäumen. Erst müssen wir es fangen. Klar, Chefin. Hey Sid, schau mal, da steckt was im Holz. Ja, genau da. Oh, diese Zähne. Moin zusammen. Können wir Ihnen helfen? Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Ah, verstehe, Mr. Flint, zu Ihren Diensten. Hab online von Ihrem Problemchen gelesen und bin gleich los. Online? Wie? 5 Stunden früher. Hey, sorry? Wie auch immer, wieso sind Sie hier, Mr. Flint? Ja, hab geahnt, dass hier nur Landratten auftauchen würden. Aber dieses Seeungeheuer ist nichts für Anfänger. Sie sind hier heillos überfordert. Angenommen, wir bräuchten tatsächlich Hilfe. Was wir nicht tun, warum sollten wir Ihnen trauen? Ha! Ich war 17 Jahre Fischkopfgeldjäger. Nicht zu vergessen, 13 Jahre bei der Marine.
Davor Top-Absolvent der Genfer Akademie für gefährliche Meeresfrüchte. Habe in diesem Leben mehr Seeungeheuer gesehen als Sie Fischstäbchen. Schiffsbanausen wie Ihnen sagt all das wohl herzlich wenig. Hey! Aber was glauben Sie, wie kam ich wohl hierzu? Ich meine hierzu! Ah, verflucht, ich muss damit aufhören. Und so? Ei, ei! Leiden los, Mr. Thisby! Mögen die Wellen Ihnen stets gewogen sein. Ja, mutigen Seelen. Adieu! Wie, ich schätze die Chancen an, Sie leben wiederzusehen? Gering bis null, würde ich sagen. Aber exzellenter Stoff für eine Ballade, nicht? Ich greife zur Fiedel. Genau das sagte ich auch gerade. Ist das nicht herrlich, Chefin? Meine Rede. Atmen Sie diese frische Seeluft. So, da sind wir. Die tiefste Stelle des Sees. Und was tun wir jetzt? Wir warten. Eine Observation, Sid. Eine Observation. Ah! Ungeheuer! Ungeheuer! Kleiner Tipp unter Seeleuten. Die Taue immer im Boot behalten. Warten auf etwas, das man zugleich herbeisehnt und fürchtet. Erinnert mich an so manches Rendezvous. Mir macht das nichts aus. Die Jahre auf See haben mich Geduld gelehrt. Es ist das Leben an Land, das mir schwer fällt. Wie Wurzeln schlagen, wenn die See die Heimat ist. Und einen Liebling, Flint, haben Sie? Hatten Sie mal so einen? Klar, Sergeant. Diese Seebärentatzen haben nicht nur Harpunen gestreichelt. Gab da mal wen. Hatten einige sonnige Tage. Süße Tage, voll Salz und Seetang. Hoffte, sie wird mich und mein Leben verstehen. Träumte sogar von einer gemeinsamen Zukunft. Doch dann passierte das! Ich meinte das! Ach, verflixt. Flint, wer Sie aus so einem oberflächlichen Grund verlässt, hat Sie nicht verdient. Wissen Sie, wenn ich einen Penny für jeden... Flint, was war das? Nur ein kleines Ruckeln, mehr nicht. Trotzdem könnte klug sein, in Stellung zu gehen. Sicherheitshalber. Sehen Sie irgendwas, Sid? Ja, einen kleinen Fisch, glaube ich. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie können einen Anwalt hinzuziehen. Wenn Sie sich leisten können, dann wird Ihnen einer gestellt. Sie machen es wütend, Sid. Naja, niemand wird gern verhaftet, Chefin. Ich werfe dieses Netz nach ihm. Nimm das, Ungetüm! Das berührt nicht Ihre Rechte. Bumm! Flint? Was soll das? Was erlauben Sie sich? Mir etwas auf den Kopf zu hauen? Oh nein! Flint ist böse? Gerade habe ich begonnen, Sie zu mögen. Und jetzt stellt sich heraus, dass Sie böse sind. Bin ich nicht! Warum hauen Sie denn dann der Chefin auf den Kopf? Ich kann das alles erklären. Es ist so... Wie sage ich das jetzt am besten? So?
Sam? Bist du's wirklich? Mhm. Ja, Mozilla. Ich bin's. Das ist wohl... Du wärst mich los, als du mich mit gebrochenem Herzen hast sitzen lassen. Aber ein Seebär stirbt nicht an einem gebrochenen Herzen. Er schluckt seine Gefühle runter. Was sagst du jetzt, hä? Was soll das heißen? Du? Ein gebrochenes Herz? Du hast mein Herz gebrochen. Hä? Aber Mozilla, ich habe vergeblich auf dich gewartet. Ich habe gewartet. Einsam und untröstlich. Flint, haben Sie womöglich an verschiedenen Orten gewartet? Ich wartete, wo die sinkende Sonne die Wellen küsst. Ich wartete, wo das Seeglas den Sand streichelt. Unnötig, unpräzise. Liebling! Mein Seemärchen! Ich dachte, meine Verwundungen hätten dich abgestoßen. Und ich dachte, meine Ungeheuerlichkeit hätte dich abgestoßen. Niemals! Küss mich! Ich hoffe, es bleibt jetzt hier alles jugendfrei. Und so? Als ich den Tweet sah, war mir sofort klar, dass es um Mozilla ging. Deshalb wollte ich mitkommen, um ihre Festnahme zu vereiteln. Tut mir leid wegen Mr. Thisbys Boot. Ich zahle die Reparatur. Komm nicht wieder vor. Seeungeheuer auf Wolke 7 sind harmlos. Danke, dass Sie Mozilla verschont haben. Und auch mich, obwohl ich Sie angegriffen habe. Tun Sie es einfach nie wieder. Na, Ehrensache. Nicht nur habe ich Mozilla zurück, ich kann nun auch wieder stolz das zeigen. Ich meine das! Ach, dreifach verflucht. Bye, Flint. Das ist die ganze Geschichte. Wow. Ende gut, alles gut. Dank Ihnen können wir uns auf dem See wieder sicher fühlen. Ja! Zum Ausdruck unserer Wertschätzung haben wir Ihnen eine neue Seeballade gewidmet. Sie ist in Moll, weil wir nicht mit einem Happy End gerechnet haben. Nun lasset erklingen von dem Mund und singen das Lied von den armen Beamten. Sie ruderten raus, kam nicht mehr nach Haut, sind qualvoll dahingeschieden, wären sie doch an Land geblieben. Zerknaut und verbeutelt, zermalmt und zerstört. Singen Sie mit, Sam, noch 17 Strophen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.